Januar neigt sich so langsam dem Ende zu und das heißt, Valentinstag ist gar nicht mehr so lange hin. Und da können wir uns schon mal überlegen, ob wir unseren Liebsten vielleicht irgendwas schenken wollen, eine Kleinigkeit, eine Geste. Und ich bin da ja kein Fan von großen Geschenken, deswegen finde ich, Pralinen sind eine total coole Sache zum Verschenken. Die kann man selber machen. Die ich gemacht habe, sind super lecker und sie sind relativ gesund. Also es sind nur gute Zutaten drin und sie sind vegan, also ganz viele Pluspunkte. Und sie sind wirklich leicht zu machen. Also ihr braucht dazu einfach nur ein paar Zutaten und am besten noch irgendeinen Mixer oder Pürierstab. Und schon kann es losgehen und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachmachen und beim vielleicht selber essen, wenn ihr ein paar selbst essen wollt und dann natürlich beim Verschenken. Also viel Spaß beim Video. Zuerst fangen wir mit den Schokopralinen an und dafür müsst ihr erstmal dunkle, zartbitter Schokolade schmelzen. Dann benötigen wir Datteln. Die müssen, wenn sie noch einen Kern oder Stein haben, entsteint werden. Und dann werden sie ein bisschen eingeweicht, so circa für eine halbe Stunde. Dann könnt ihr Nüsse eurer Wahl einfach mixen, bis sie zu so einem feinen Nussmehl werden. Jetzt kommt wieder die Schokolade ins Spiel und die füllen wir in Förmchen. Und ich habe hier so süße kleine Herzförmchen. Da müsst ihr jetzt nur darauf achten, dass ihr nur ein bisschen Schokolade jeweils reinfüllt, dass der Boden bedeckt ist. Das Ganze kommt in den Tiefkühler und währenddessen mixen wir die eingeweichten Datteln mit ein bisschen Wasser zusammen zu einem Dattelmus. Und die beiden Sachen werden dann zusammen vermischt. Also ihr knetet einen Teig aus dem Nussmehl und dem Dattelmus. Dann müsst ihr einfach sehen, wie viel ihr so zusammennehmt und könnt es dann noch mit unterschiedlichen Zutaten aufpimpen. Und jetzt nehmt ihr immer ein bisschen von dem Teig und tut ihn oben auf die Schokolade, die inzwischen hart geworden ist. Und füllt das Ganze dann noch mit restlicher Schokolade auf. Durch das Aufschütteln so ein bisschen verteilt sich die Schokolade perfekt und alles wird schön glatt. Für die zweite Pralinenart nehmen wir den Rest des Teiges und füllen den noch mit geschroteten Haferflocken und dem Rest von dem Dattelmus auf, dass wir einfach wieder ein bisschen mehr Teig haben und tun da noch Sachen hinzu. Ich habe hier zum Beispiel noch Rosinen reingetan. Das Ganze wird dann in zwei kleinere Hälften aufgeteilt, da ich zwei unterschiedliche Pralinen noch machen möchte. Zu den einen kommt Zimt und zu dem anderen kommt noch Kakaopulver. Das wird gut eingeknetet und daraus werden dann kleine Bällchen einfach geformt, die ihr dann noch in Kokosflocken oder wie bei mir hier in Mohn rumwälzen könnt. Und die könnt ihr auch sonst nochmal mit Schokolade übergießen, wenn ihr möchtet. Und dann wird das Ganze auch schön angerichtet und ich finde diese Mischung total schön. Die sind oben bei mir ein bisschen braun geworden, die Schokoherzen, da bei mir ein bisschen Wasser in die Schokolade gekommen ist, also passt da auf. Dann könnt ihr natürlich noch eine schöne Karte dazu schreiben und dann sieht das super schön aus und schmeckt auch wirklich unglaublich lecker. Ich hoffe, die Pralinen werden euch und euren Liebsten genauso gut schmecken wie mir. Und wenn ihr die nachmacht, schickt mir gerne ein Foto mit dem Hashtag KekuloDIY, würde ich mich sehr freuen. Und ja, wenn ihr noch mehr Ideen braucht, zum Beispiel für eine Karte zum Valentinstag, die perfekt passt, oder noch anderen Geschenken, guckt mal bei der Valentinstags-Playlist vorbei, die habe ich jetzt angelegt, damit wir alle DIY-Ideen dort sammeln können, die zum Valentinstag passen. Natürlich passen auch ganz viele andere Ideen auf meinem Kanal noch dazu, aber könnt euch da auch nochmal umschauen, wenn ihr Lust habt. Und in den nächsten Wochen wird es auch noch Videos geben zum Valentinstag, also stay tuned, wenn ihr das nicht verpassen wollt. Und ja, wir sehen uns dann in den nächsten Videos und bis dann. Tschüss.